Das ist lieb von euch, ihr macht mir ein Plätzchen frei, damit ich auch ganz artig guten Abend sagen kann. Bei Starmania die letzten zwei, auch diese Sendung haben wir eröffnet mit den Ex-Starmanics. Ein bisschen aus der Puste gekommen, Nidl. Ja. Atemschöpfen bei so einem rasanten R&B-Medley. Sagt mal, Markus, überrascht, dass Boris gerade ausgeschieden ist? Etwas, ja. Aber ich glaube, sie haben alles gezeigt zum Superstar. Und ich glaube, sie sind alle Stars. Absolut. Trotzdem gibt es jetzt in diesem Moment zwei, die noch im Rennen sind und am Ende dieser Sendung dann einen, der wirklich den Titelstar des Jahres bei Starmania hier für sich in Anspruch nehmen darf. Christel und Michi, die beiden werden jetzt gleich gegeneinander singen. Aber bevor sie das tun, singen sie erstmal miteinander. Hier ist das Duett. Christel ist menschlich super, also ist total nett, man kann mit ihr total viel Spaß haben und lachen. Und sie ist die, was total beständig geblieben ist, bei Starmania, weil sie war ja Favoritin eigentlich und ist trotzdem total am Boden geblieben. Das schätze ich jetzt sehr. Der Michi war am Anfang einfach so voll zurückhaltend. Mit der Zeit ist er immer mehr aufgeblüht und mittlerweile man kann mit Michi voll die Garde haben, aber irgendwie ernst reden, beziehungsweise er ist einfach voll ehrlich. Ich habe zwar mit ihr schon mal gesungen, aber es wird sicher nochmal ganz interessant und wir werden sicher wieder das Beste daraus machen. Der Michi ist für mich einfach keine Konkurrenz. Ne? Der ist eigentlich mein Favorit und es ist, herrscht kein Konkurrenzdenken. Und er kann einfach alles singen, also er ist voll der Vollblutmusiker, also Balladen und Rock. Ich sehe die Christel nicht als Konkurrentin, also ich freue mich genauso, wie ich mich über den Sieg von mir freuen darf, dass wenn sie gewinnen darf, Starmania, dass sie es tatsächlich geschafft hat, die Favoritenrolle durchzusetzen, da freue ich mich für sie total. Und dann soll sie einen guten Flug haben. Just look at
Also wir könnten ja eigentlich nicht genug kriegen von euch, ja? Das sei nur mal an dieser Stelle gesagt. Aber wenn man bedenkt, dass das jetzt das letzte Duett ist, das wir gehört haben, Bogdan, da wird man schon ein bisschen wehmütig. Einige der Duette waren einfach fantastisch. Ein paar Mal wurde auch eher gegeneinander gesungen, das war sicher nicht so ein Fall. Wobei der Text ein bisschen irreführend war, weil jetzt geht es erst richtig los. Wir wissen ja beide, was jetzt noch kommt und ich glaube, das Publikum wird noch die Ohren anlegen. Meine Frage ist, bis vor wenigen Minuten stand ja nicht fest, wer dieses Duett denn wirklich dann auch miteinander singen wird. Wie habt ihr das denn geprobt, Christoph? Ich meine, alle Konstellationen, also der Michi und die, der Boris und die zwei Burschen. Und das war immer ein bisschen happig, sag jetzt mal, weil da haben wir sie ziemlich blockt bei dem Duett. Habt ihr da ein bisschen Angst auch jetzt davor gehabt? Weil wahrscheinlich habt ihr dann ja nicht so ausführlich proben können, weil ihr mit so vielen Partnern proben musstet. Ja, wir haben doch ziemlich ausführlich geprobt, weil es ein ziemlich schwieriges Duett. Also es ist da schwer zum Singen. Und vor allem, ihr habt müssen Christel ihre Stimme einlernen, falls sie ausscheidet. Und das war echt schwierig, also Boris und die Choreografie links und dann rechts. Genau, aber es ging alles auf Zack, also ich habe ganz genau hingeschaut, es hat alles gepasst. Wir wissen es zu schätzen und werden hoffentlich auch dementsprechend voten. Damit bin ich beim Saalvoting, das gibt es natürlich auch für dieses Duett. Jetzt kommt's, Michi, genau. 9,7! Sieht ganz so aus, als ob wir uns dem Höhepunkt nähern würden. Und genau so ist es auch, denn ihr habt gleich eure Einzelauftritte. Dafür könnt ihr ganz kurz noch eure Stimmbänder schonen. Wir lassen noch einmal die Duette Revue passieren, an denen die heutigen Kandidaten beteiligt gewesen sind. I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Yeah.
heute mal bereuen wir. Heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Deine Küsse machen süchtig, ich nimm Rücksicht. Aber stimmt. Die Duette waren ja bei Starmania immer etwas ganz Besonderes, weil sie außerhalb der Musikpools stattgefunden haben. Zur Erinnerung, es gab bei Starmania 10 Musikpools. Es ging von Rock über Pop, Austria, Deutsch, also ganz, ganz vieles. Für den letzten Song, den eben die letzten beiden Finalisten hier präsentieren als Einzelsongs, gab es allerdings von uns überhaupt keine Vorgabe. Da durften sie wirklich frei wählen, was sie singen möchten. Ganz frei entscheiden, wie sie sich denn positionieren möchten, so als zukünftige oder potenzielle Stars. Christina hat sich für einen Song der Sportsfreunde, muss ich nachschauen, Stiller entschieden. Die letzten Samstag, Achtung, Achtung, ja, ich weiß nicht, die Fans sitzen da drüben, aber letzten Samstag, da dürft ihr gleich applaudieren, haben die ja den Echo bekommen, sind ausgezeichnet worden. Und Christel wird einen Song, und zwar ein Kompliment von Ihnen, hier zum Besten geben. Die Christel hat es gesagt zum Popstar, weil sie einfach ist, wie sie ist, und sie ist sie nicht umpingen lassen. Da ich die Christel am meisten von allen kenne, weil ich immer die beim Casting am Anfang bei diesen Fotoshootings war, ist die Christel definitiv für mich eine Freundin geworden. Optisch finde ich an der Christel sehr reizend, irgendwie, wenn sie lacht. Das ist irgendwie ein Sonnenstrahl. Und sie hat ein sehr hübsches Gesicht, finde ich. Ich finde das eine richtige Rockröhre und das unverwechselbar praktisch. Also ich finde sehr gute Chancen zum Sieg. Ja. Am Anfang waren wir schwer dann, also haben wir uns schwer getan mit der Kommunikation und so, aber jetzt schon seit ich draußen bin, haben wir eigentlich ein besseres Verhältnis als drinnen. Die Christel war eine von denen ich sofort zutraut habe, ins Finale zu kommen. Ich kann mit ihr über alles reden, es ist so wie eine beste Freundin. Wenn ich es brauche, ist sie da für mich. Sie hat was ziemlich Mitreißendes, also wenn sie gut drauf ist, schafft sie das, andere mitzureißen. Christel, ich wünsche dir ganz viel Glück fürs Finale und ich hoffe, dass wir die ganzen Hawaii-Pizzen nicht um 5 gegessen haben. Unsicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst.
kannst du sagen, ist das die Richtung, in die du gehen willst, so rotzfreche Göre? Ja, also so deutscher Rock. Das ist jetzt so die Probe, wenn er das gefällt. So ja, oder weniger. Dann lassen wir das. Also Publikum, glaube ich, hält den Daumen nach oben. Aber die Frage ist, was sagt unser großer Starmania-Kritiker, was sagt Bogdan? Man muss sich das vorstellen, das ist jetzt das Lied, das es entscheidet. Ne? Und Christina nimmt eine Band, ich meine, die Sportfreunde sind fantastisch und das Lied ist, ich finde es großartig, aber sie sind in Österreich weitestgehend unbekannt. Und sie macht nicht eine 0815-Kiste und geht auf Nummer sicher, sondern nimmt etwas sehr Unbekanntes und traut sich einfach und zeigt, in welche Richtung sie geht. Ich finde, das verdient Anerkennung und ich hoffe, es geht sich aus. Danke. Bogdan sagt also, Christina hat damit nur zum Risiko bewiesen. Diese Risikofreude auch belohnt wird, überprüfen wir gleich in Bezug auf das Saalvoting. Das gibt es natürlich auch bei diesen Einzelperformances. Und in deinem Fall, Christ, beläuft sich das Saalvoting auf 9,7. Noch im Rennen sind bei Starmania, also wirklich totale Narrenfreiheit. Und im Endeffekt hättet ihr auch Barberpapa singen können oder Alle meine Händchen, aber die Entscheidung ist zum Glück nicht so ausgefallen. Michi hat sich allerdings dazu entschlossen, einen Song zu singen, den er selber geschrieben hat. Und Achtung, er begleitet sich sogar selbst am Klavier. Also mich habe ich zutraut, dass er ins Finale kommt, weil er einfach stimmlich ist, ein Wahnsinn. Er kommt in Höhen auf, von dem kann ich zum Beispiel nur träumen. Privat, glaube ich, hat er sich sicher auch verändert. So wie auf der Bühne, er ist auch privat locker geworden, weil er jetzt für sich selber gesagt hat, dass er eine Zeit lang braucht, dass er auf jemanden zugeht. Aber mittlerweile hat er sich sehr gut in die Gruppe integriert und ich glaube, er wird da gegenüber anderen Leuten lockerer, dass er schneller aus sich rauskommt. Also bei unserem Duett, das wir gesungen haben, hat er mich natürlich ausgelacht. Weil ich so klein bin und ich auf dem Stockel stehen musste, als wir zusammen gesungen haben. Und er weiß, dass ich Spaß verstehe und ich auch, dass er zum Glück Spaß versteht. Mich ist stimmlich verändert, kann ich nicht so sagen. Er war am Anfang gut und ist jetzt auch gut. Er lässt sich mehr gehen. Er steht auf der Bühne und lässt die volle Sau raus und das finde ich gut. So von der Art hat er sich überhaupt nicht verändert. Also ist er genauso bodenständig geblieben wie vorher und ich komme mit ihm auch super aus. Erst mit ganzer Seele Musiker. Er spielt 100.000 Instrumente. Er hat, glaube ich, echt das absolute Gehör. Ja, lieber Michi, ich möchte auch dir auf diesem Weg alles Gute wünschen. Ich bin alter Patriot und als Tiroler müssen wir zusammenheben. Und wünsche dir alles Gute für die Sendung. Zieh's durch. Love I can't deny.
danken. Jemand Bestimmtes geschrieben? Ja, das habe ich natürlich für meine Freundin geschrieben. Das ist schon länger her. Ja, soll ich mehr dazu sagen. Und das ging jetzt nicht ganz spurlos an dir vorbei. War es das Lied, das dich fast zu Tränen gerührt hat, oder jetzt die Standing Ovations? Nein, es war beides. Also ich wollte, das war immer mein größter Traum, ein Lied von mir vor so vielen Leuten zu spielen, und das ist jetzt in Erfüllung gegangen. Was jetzt passiert, ist mir scheißegal. Also, kennengelernt haben. Ich deute da zum Beispiel nur auf das Piano. Bogdan, wärst du interessiert, diese Seiten zu entdecken? Also musikalisch natürlich. Absolut. Ich meine, man muss sich das schon trauen. Also auch bei ihm wieder. Die Nummer entscheidet jetzt alles. Er verzichtet auf die Kraft einer Melodie, die jeder kennt. Er verzichtet auf die Power von einem Playback, das da durch den Saal bläst. Er zieht auch noch eine Eigenkomposition aus dem Hut, die kein Mensch gehört hat. Und begleitet sich auch noch selbst. Das ist einfach die nächste Stufe. Ich hoffe, ich bin gespannt, ob sie noch nominiert wird beim Voting. Ich würde es ihm wünschen, da muss man sich einfach verbeugen. Das siehst du, mich ist so verlegen. Aber vielleicht wird er noch verlegener, wenn es sich jetzt gleich um das Saalvoting dreht, denn auch an dieser Stelle. Ja, es liegt daran, wie viele Punkte ihr ihm gegeben habt, aber das können wir gleich überprüfen. 9,7. Vielen Dank. Schau mal, die springen ja schon wieder auf, wie von der Tarantel gestochen. Oh ja, wir kommen aus dem Standing Ovations ja gar nicht mehr raus. Applaudiert und unbedingt noch mehr von dir hören möchte, Michi. Und ich stehe hier so zufällig auf der Bühne, dann könnten wir noch einmal unser Duett singen. Oh. Nein, nein, nein! Es war ein Scherz. Michi, an dieser Stelle, mit allen guten Wünschen schicke ich dich jetzt erstmal zur Christel nach hinten, denn wir sind bei der Entscheidung. Und zwar bei der letzten Entscheidung, das heißt, der Ball liegt bei Ihnen. Sie entscheiden jetzt, wer wird der Star des Jahres. Jetzt wird das Atmen schwer und das Schlucken fällt mir auch schon schwer. Und überhaupt bin ich furchtbar nervös, aber wir sind gleich jetzt bei der großen Entscheidung. Wir sind gleich jetzt bei Ihrem Voting. Ich möchte Ihnen aber, da es sich um das letzte Voting handelt, jetzt nochmal alle Lieder unserer Kandidaten zeigen, also der beiden Finalisten, die jetzt noch im Rennen sind, damit Sie wirklich nochmal einen Überblick darüber haben, was Sie hier bei Starmania geleistet haben. I'm
Das ultimative Voting. Und ich weiß gar nicht, habe ich Ihnen eigentlich schon mal gesagt, dass bei diesem Voting der Telefonanruf in den ersten 30 Sekunden 7 Cent kostet? Und die SMS im Normalfall das Doppelte? Ich glaube schon. Aber weil ich so oft gesagt habe, ein letztes Mal sei es mir doch gestattet. Sie haben nicht viel Zeit zum Voten. Sie haben nicht viel Zeit, um die Entscheidung zu treffen, wer der Star des Jahres wird. Wer von den 48 Star-Media-Kandidaten, die am Anfang hier auf dieser Bühne standen. Papa, don't preach, I'm in Japan. Papa, don't preach, I've been losing sleep. Men are sitz meinen, frage mich nach Sonnenschein. There's a tool in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me. Just show me the way.
haben und mit denen wir selbstverständlich auch die Sendung beschließen. Vielen Dank, dass ihr uns heute wieder beehrt. Wobei, ganz schnell habe ich nachgezählt und gemerkt, es sind nicht 48 Kandidaten, die da stehen, es sind nur 46. Denn zwei sitzen jetzt gerade im Backstage-Raum und harren auf das Ergebnis des Votings. Also vergessen Sie nicht zu voten. Die 0820 613 13 ist die Nummer, an die hängen Sie bitte die 02. Wenn Sie Christina Ihre Stimme geben wollen... Und die 0820-613-13-03 ist die richtige Nummer, wenn Sie für den Michi sind. In 4 Minuten, also ein bisschen Zeit brauchen wir noch, aber in 4 Minuten steht das Ergebnis fest. Dann kommt Starmania, das Voting und jetzt noch einmal ganz kurz der Überblick. Das Finale. Presented by Telekom Austria. Die Kandidaten machen sich bereit. Und wie steht's mit deinem Auto? To see if you just want me, baby. And if you please, let your arms out and see. Cause you know I'm gonna bring you pleasures and fantasies, baby. I've been waiting, waiting for so long to get with you. Oh yes I do. I'm gonna take the sacrifice, I'm gonna go straight ahead. Gonna see a different side of me that's gonna make you bad. Consider me the hardest thing in town. This is where I wanna be. Just take me to your destiny. That's what I just have to say. So don't you be afraid. We gonna make you fly. We gonna make you fly.
and we go for me, and we go last piece. Cause we're never gonna lose our stamina. Competition is great, but we're having fun. Now it's time to feel your soul. Also irgendwie habe ich gerade so ein Déjà-vu-Erlebnis. Aber ich sage pflichtbewusst und getreu herzlich willkommen bei Starmania dem Voting. Was ist denn das? Was passiert hier? Positionswechsel, kein Problem. Muss nicht alles so perfekt sein, das ist eine Live-Sendung. Und wir sind gerade jetzt in den letzten Minuten sehr nervös und angespannt, einfach weil in wenigen Minuten feststeht, wer wirklich Star des Jahres sein wird. Sie allerdings können jetzt gerade noch entscheiden. Und damit möchte ich Sie an das Voting erinnern. Ungefähr eine Minute haben Sie noch Zeit, Ihre Stimme abzugeben, entweder an Christel oder an Michi. Stars in your eyes. Ich habe gerade auch selber so ein bisschen mitgetanzt und versucht mitzutanzen. Soll uns auch daran erinnern, dass Starmania mit der heutigen Sendung noch lange nicht zu Ende ist. Ganz im Gegenteil. In 3 Wochen geht Starmania on Tour. Mein Tipp an dieser Stelle, rechtzeitig Karten sichern. Aber hier haben Sie alle Details zur Starmania Tour jetzt im Überblick. 4 Monate lang haben die Starmaniacs das Fernsehpublikum begeistert. Jetzt kommen sie auch in deine Nähe. Alle 12 Finalkandidaten gehen gemeinsam auf Tour. Und zwar durch ganz Österreich. Die schönsten Duette und die besten Songs sind selbstverständlich dabei. Natürlich singen sie auch Tomorrow's Heroes, ihr neuen Hit, der ab Montag im Handel ist. Jetzt die Karten sichern für die Starmania-Tour durch ganz Österreich. Check dir dein Friendship-Ticket. Im Verkauf in allen Raiffeisenbanken des Landes. Also, nicht verpassen. Die Starmaniacs on Tour. Natürlich mit dem Sieger, wer auch immer es sein mag. Also, wir sind live auf Sendung. Ich muss mir gerade nur noch etwas aufschreiben. Bitte Verständnis dafür. Es ist die Zahl derer, die einer ganz bestimmten Person ihre Stimme geschenkt haben. Und es ist eine beeindruckende Zahl, ich werde sie gleich sagen. Aber an dieser Stelle erstmal, das Voting ist beendet, die Entscheidung steht fest. Und um sie zu verkünden, ich selber weiß sie an dieser Stelle auch nicht, weiß nur, wie viele jetzt dieser Person die Stimme geschenkt haben, bitte ich Michi und Christel zu mir auf die Bühne. Also, wir haben schlussendlich hier nur noch eine Ergebnisröhre. Irgendwann musste dieser Moment kommen, da steckt ein Zettel drinnen und auf diesem Zettel steht der Name des Star des Jahres. Ich habe noch nichts gesehen, ich kann es noch völlig unvorbelastet sagen, dass diese Person, die auf diesem Zettel steht, mit unglaublichen... Und bitte korrigiert mich jetzt oben in der Regie, ich habe das gerade erst reinbekommen, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber ich habe mir aufgeschrieben, und es ist sehr laut hier im Studio, es kann sein, dass ich was missverstanden habe, dass 5,93 Stimmen, also 5.930.000 Stimmen an diese Person gegangen sind. Ach so, okay. Zu früh gefreut, sorry, insgesamt, entschuldigt, ich habe es falsch verstanden. Aber es waren insgesamt 5.930.000 Votes und das ist ja auch ein Wahnsinn. Fast 6 Millionen. Okay. Wie sich das jetzt genau aufteilt, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Ich kann nur sagen, die Mehrheit hat sich für diese Person entschieden. Es gibt natürlich, einer von beiden wird sein. Aber egal, wer der Star des Jahres wird, es gibt eben einen Zweitplatzierten oder eine Zweitplatzierte.
Und wenn man bedenkt, dass es am Anfang von Starmania 1700 Bewerber gegeben hat, dann heißt das, dass man als Zweitplatzierter oder Zweitplatzierte 1698 aus dem Rennen geschubst hat. Und das ist natürlich beeindruckend. Aber bei Starmania gibt es eine Regel und die lautet, knapp vorbei ist auch daneben. Das heißt, als Zweiter ist man Zweiter und nicht Star des Jahres. So, aber jetzt wollen alle wissen, wer der Star des Jahres ist. Wenn ich jetzt gratuliere, boah, meine Stimme, Entschuldigung, aber die überschlägt sich gerade. Also, wenn ich jetzt gratuliere, dann gratuliere ich nicht alleine. Wir gratulieren alle gemeinsam, alle, die hier im Saal sind, alle, die zu Hause sind, alle, die im Gasometer beim Starmania Club auf uns warten. Wir gratulieren und freuen uns, den Star des Jahres zu wissen. Es ist Micha! Become one of us 'cause we care.
Boah, das war jetzt wirklich spannend. Also am Schluss hätten wir hier im Studio kaum zu glauben, wenn man jetzt den Lärm hier hört. Aber man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Kurz bevor die Arabella das Ergebnis verkündet hat. Wir haben leider nur keine Stecknadel gehabt. War es jetzt ein sehr deutliches Ergebnis oder war es gar ein Erdrutschsieg? Oder haben nur wenige Stimmen den Ausschlag über Sieg und sagen wir mal, ja, Niederlage gegeben? Es gibt nur einen Sieger. Das erfahren Sie in Kürze in der Sendung Das war's der Mania, denn wir haben eine Premiere beim Finale. Wir veröffentlichen das ganz genaue Abstimmungsergebnis. Und werden wahrscheinlich bei sämtlichen Starmania-Partys in ganz Österreich schon die Sektkorken knallen oder sich, je nachdem für wen die Daumen gehalten worden ist, ein bisschen betretene Stimmung breit macht. Kriegen Sie hier bei uns exklusiv und live das erste Interview mit dem frisch gebackenen Star des Jahres. Und dem werden wir Fragen stellen wie, hat er mit dem Sieg gerechnet? Wann hat er angefangen damit zu spekulieren? Wen nimmt er mit nach Los Angeles? Wer sitzt quasi mit dem Sieger im Flieger? Er darf ja zwei der Finalisten mitnehmen nach Los Angeles. Und die haben nichts Besseres dort zu tun, als am Strand zu liegen, Holiday zu machen, sich's gut gehen zu lassen. Ich vermiss. Während der Sieger natürlich mit Peter Wolf im Studio steht und arbeitet. Und am Abend wird aber dann umso mehr Party gemacht. Wir werden darüber berichten. Oder wie es die Beate ja so schön gesagt hat, wir haben Ausscheiden hier bei Starmania. Dann wird gepartied. Das hast du schön gemacht. Danke, Epi. Ja. Und die Arabella wird uns natürlich auch verraten, wie ihre ganz persönliche Starmania-Bilanz aussieht. Und ob sie vielleicht einen heimlichen Favoriten gehabt hat, der nicht Michael Tschuckerl heißt. Vielleicht sogar einen unheimlichen Favoriten. Marion, du warst ja auch in der Jury. Hast du einen Favoriten gehabt? Ja, ich hatte einige Favoriten, die haben sich immer von Sendung zu Sendung geändert. Und meine Anfangsfavoriten sind auch gleich am Anfang wieder ausgeschieden. Deswegen heißen die wahrscheinlich auch Anfangsfavoriten. Mhm. Du hast ja Michael, man sieht ihn in der Mitte jetzt hier hinten drinnen. Wahnsinn, der Spitz ist ab auf der Bühne. Michael bei seinem ersten Casting, wir haben vorher darüber gesprochen, ganz bewusst noch in Erinnerung. Wie war denn sein erstes Casting? Also ich habe mir damals gedacht, der junge Mann darf nie einen Heiratsantrag machen, weil der hat beim Vorsingen die Lampe angesungen, nämlich die an der Decke. Er hat aufgesehen, alles klar. Das erste Siegerinterview und das ganz genaue Abstimmungsergebnis gibt es in Kürze in der Sendung Das war's der Mania hier in ORF 1. Also bleiben Sie dran.